Der Tod der Tochter von Sportlerpaar Bodie und Morgan Miller schockierte Menschen auf der ganzen Welt. Die kleine Emmeline, auch Emmy genannt, ertrank vor 2 Monaten in einem Swimmingpool. Nun bricht Mutter Morgan ein Tabu, um andere Eltern zu warnen. Die 31-Jährige veröffentlichte auf Instagram ein Foto, das unmittelbar nach dem tragischen Unfall entstanden ist. Auf dem Bild ist zu sehen, wie die kleine Emmy im Sterben liegt. Sie ist an Schläuche angeschlossen, wird von Rettungskräften beatmet und von ihrer tränenaufgelösten Mutter im Arm gehalten. Zu dem Foto findet Morgan Miller sehr emotionale Worte. Zitat: "Ich wünschte, ich hätte nur einen Tag länger, um dich in den Arm zu nehmen. Aber bis dieser Tag kommt, sei bitte weiter bei mir und hilf mir bei meiner Arbeit. Gib mir Stärke, anderen das nötige Bewusstsein zu bringen." Die Volleyballspielerin will mit ihrem berührenden Post andere Eltern auf die Gefahr des Ertrinkens hinweisen und sie sensibilisieren, besser auf ihre Kinder zu achten. Emmy war vor etwa 2 Monaten auf einer Party bei Freunden unbemerkt in den Pool gefallen. Einen Tag nach dem Unglück starb das kleine Mädchen. Sie wurde nur 19 Monate alt. Wir wünschen der Familie Miller auch weiterhin viel Kraft in dieser schweren Zeit.